Die Stadtbibliothek richtet den 11. Lesesommer XXL in diesem Jahr vom 13. Juli bis 26. August aus. Das Angebot als große Leseförderaktion richtet sich an Kinder, die bisher nicht regelmäßig die Bibliothek besuchen. Mehr als 1000 druckfrische Bücher stehen zur Auswahl. Die neuen Bücher sind sowohl in der Kinderbibliothek, der Zentralbibliothek als auch in den Zweigstellen exklusiv vorhanden. Erfolgreich teilgenommen hat man, wenn wenigstens 2 Bücher gelesen werden. Der Nachweis wird mit Hilfe eines Bewertungsbogens erbracht, der jedem Titel beiliegt. Den gibt man zusammen mit dem Buch ab. Am Ende erhält man ein Zertifikat für den Deutschunterricht im nächsten Jahr. Sommerzeit ist Lesezeit für die Kinder, auch hier in der Stadtbibliothek. Ich habe jetzt Miriam, du hast ganz heiße neue Bücher, die ihr jetzt zum XXL-Lesesommer besorgt habt für die Kinder. Es geht einmal um einen Kater, der sprechen kann, den aber niemand sieht. Dann geht es auch um magische Tiere. Dann haben wir noch eine Schwester, die auf einmal verschwunden ist und die der Bruder suchen muss. Und am Ende auch noch eine geklaute Oma. Kannst du das mal kurz vorstellen, was du da alles gezaubert hast? Genau, also bei uns gibt es jede Menge spannenden Lesestoff. Vielleicht kennt der eine oder andere schon den magischen Kater Hieronymus. Und Martha und Jen und ihre Schule. Und an dieser Schule, da gibt es jetzt einen Talentwettbewerb. Und Jen möchte singen. Es gibt aber nur ein einziges kleines Problem. Bisschen größer auch. Niemand singt so schlecht wie Jen. Aber mit Hilfe von Kater Hieronymus, da müsste sich doch irgendetwas auch beim Talentwettbewerb noch machen lassen, oder? Und wie das wird, das verrät hier dieses Buch Magic Martha und der Wunderkater Katzenkonzert. Ja, es geht weiter mit magischen Tieren. Alle kennen und mögen die Schule der magischen Tiere. Und natürlich, so wie ihr auch, haben auch Mrs. Cornfields Schüler Ferien. Und Mrs. Cornfield, die Lehrerin, hat sich etwas ganz Besonderes für die Schüler und ihre magischen Tiere ausgedacht. Jeder bekommt einen Brief mit einer kleinen Aufgabe und soll über die Ferien etwas erzählen. Und Benny und seine Schildkröte Henrietta, die fahren jetzt nicht weg, aber bekommen Besuch von Bennys Onkel Johnny. Onkel Johnny ist ein bisschen verrückt. Und was die beiden dann zusammen mit diesem Onkel in den großen Ferien erleben, davon erzählt der neueste Band von der Schule der magischen Tiere, Endlich Ferien. Ja, endlich Ferien gibt es auch für die Barfußbande. Corwin hat ein bisschen Angst, dass der Urlaub zu Hause richtig langweilig wird und entschließt sich, eine Bande zu gründen. Und was wäre eine Bande ohne irgendeine Aufgabe, ohne irgendeinen Kriminalfall? Und es ist tatsächlich so, dass Oma Schnitzel auf einmal nicht mehr auffindbar ist. Und wo Oma Schnitzel letzten Endes geblieben ist, davon erzählt das Ferienabenteuer der Barfußbande. Ja, diesen Sommer gibt es eine ganze Menge verschwundene und hoffentlich am Ende wiedergefundene Menschen. Anouk bekommt zu ihrem Geburtstag ein Buch geschenkt, in das sie ihre Wünsche eintragen kann. Und sie hat gerade eine kleine Schwester bekommen und ihr größter Wunsch ist es, dass ihre kleine Schwester sie mal in Ruhe lässt und sie mal ein bisschen Zeit an ihrem Geburtstag mit den Eltern hat. Aber Vorsicht, was man sich wünscht, als sie es ins Buch schreibt, ist es so, als ob ihre kleine Schwester Maya nie existiert hätte. Die Eltern fragen, ja, wer soll denn Maya sein? Hier wohnt doch gar keine Maya. Und dann kommt auch ein geheimnisvolles Paket mit einem Spiel, was Anouks Spiel heißt. Und in Anouks Spiel, da geht es dann darum, dass sie sich gegen den dunklen Prinzen behauptet und letzten Endes ist der hohe Einsatz tatsächlich ihre kleine Schwester. Ganz spannendes, tolles Fantasy-Buch von Akram El-Bahai, der hat Wortwächter geschrieben, finde ich auch ganz toll. Bei Wortwächter geht es darum, dass man in der Welt der Bücher, in der Welt des geschriebenen Wortes, der Literatur ein Abenteuer erlebt und wieder rauskommen muss. Und bei Anouks Spiel geht es darum, dass man aus der Welt eines Gesellschaftsspiels wieder herausfinden muss. Das
Buch an Glücksspiel ist dann für größere Kinder? Das ist für Ältere, genau. Für Leseratten auch der weiterführenden Schulen. Und die anderen Bücher, die sind auch schon gut für Grundschüler geeignet. Ich fällt jetzt gerade auf bei Glücksspiel. Ich habe vorhin gesagt, der Bruder, aber es ist ja die Schwester. Genau, sind kleine Schwester verschwindet. Genau, sind zwei Schwestern. Genau. Also es verschwinden immer nur die Frauen, es ist nur die Oma und es ist die Schwester, der Opa und die Brüder, die bleiben irgendwie alle da. Und die Barfußbande, das spielt ja auf dem Dorf auch noch. Genau, das spielt auf dem Dorf, sieht man hier ja schon, hat auch ganz witzige Illustrationen. Oh, man sieht schon diese typischen Dorfelemente, man sieht den Traktor und die Kuh und hier das kleine Haus mitten im Wald. Es war für mich so ein Buch, wo ich auch ein bisschen an meine eigene Kindheit denken musste. Bei uns ist jetzt im Dorf keiner verschwunden, aber ich kenne solche Dörfer, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, auch noch. Ist dann also für Stadtkinder auch mal interessant. Auf jeden Fall. Gut, ja, dann kann man bis hoffen, dass sich die Kinder die Bücher ausleihen. Ja. Und dann, ja. Eine schöne Lesesommer XXL-Zeit wünsche ich dir. Genau. Vielen Dank, wir freuen uns drauf.